Willkommen bei Algebra. Wir werden diesmal noch mal einmal das Beweisprinzip der vollständigen Induktion anwenden. Und zwar, um zu zeigen, dass die Summe von k gleich 1 bis n von k Quadrat das gleiche ist wie 2 mal n hoch 3 plus 3 n Quadrat plus n durch 6. Wir fangen mit dem Induktionsanfang an. Also Induktionsanfang. N ist gleich 1. Das heißt, wir haben die Summe von k gleich 1 bis 1 von k Quadrat, das ist 1, ist gleich 2 plus 3 plus 1 durch 6, ist auch 1. 2 plus 3 plus 1 durch 6. Wunderbar, das stimmt. Induktionsvoraussetzung. Wir machen hier einfach einen kleinen Stern dran und sagen dann, okay, Stern gelte für ein n. Und der Induktionsschritt dann. Induktionsschritt. N geht nach n plus 1. Das heißt, wir haben jetzt erstmal die Summe von k gleich 1 bis n plus 1 von k Quadrat. Typischer Standardtrick bei Induktion über Produkte und Summen. Einfach mal versuchen, das n plus erste Glied dabei rauszuziehen. Das heißt, wir haben dann noch die Summe von k gleich 1 bis n von k Quadrat plus n plus 1 zum Quadrat. Dann können wir die Induktionsvoraussetzung anwenden. Und die besagt eben, dass wir das hier jetzt einsetzen dürfen. Also 2n hoch 3 plus 3n Quadrat plus n durch 6 plus n Quadrat plus, obwohl das ist nicht ganz richtig, wir haben hier noch eine 6 vorne dran, n Quadrat plus 2n plus 1 durch 6. Das ist dann das gleiche wie, wir haben dann einmal 2n hoch 3 plus, was haben wir dann? Wir haben hier 6n Quadrat, 3n Quadrat, also 9n Quadrat. Dann haben wir n und 12n, also 13n und ja, das war's durch 6. Gut, jetzt müssen wir überlegen, wie können wir weitermachen. Wir wollen ja im Grunde genommen zeigen, dass da überall schön. Oh, wir haben natürlich noch die 1, also in diesem Falle die 6 vergessen. So. Wir wollen jetzt zeigen, dass da überall schön, ja, n plus 1 jetzt stehen kann. Jetzt muss man sich erstmal überlegen, okay, wie kriegt man das am geschicktesten hin? Wir können uns jetzt überlegen, okay, wenn wir jetzt sagen, wir fangen einfach mal damit an, das alles zu separieren. Es müsste ja im Grunde genommen aus diesem n n plus 1 werden. Das heißt, hier streichen wir ein n weg und n plus 1 weg. Und dann müsste ja hier irgendwie n plus 1 zum Quadrat werden. Da noch die 3 vorne dran. Und dann, ja, der Rest muss logischerweise das hier ergeben. Können wir mal so probieren. Eine Alternative wäre, man nimmt einfach das hier mit den ganzen Einsen drin und multipliziert das aus. Und wenn das dann das hier ergibt, also man fängt quasi von hier unten an und rechnet dann rückwärts da dran, dann ist das auch richtig. Wir machen jetzt einfach mal vorwärts weiter, auch wenn das vielleicht ein bisschen komplizierter ist. Wir fangen jetzt erstmal mit n plus 1 an. Das heißt, wir haben hier jetzt noch 2n hoch 3 plus 9n Quadrat plus 12n plus 5 plus n plus 1. Also n plus 1 haben wir schon mal. War natürlich jetzt auch irgendwie das Leichteste. Okay, jetzt versuchen wir 3n Quadrat zu holen. Also n plus 1 zum Quadrat. N plus 1 zum Quadrat würde ergeben n Quadrat plus 2n plus 1, da wir da jetzt 3 haben, brauchen wir 3n Quadrat plus 6n plus 3. Also bleiben übrig 2n hoch 3 plus 6n Quadrat plus 6n plus
3. Nee, Moment, nicht 3, plus 2. Plus 2. Und dann haben wir unser plus 3 n plus 1 zum Quadrat plus n plus 1. Wenn man jetzt ein bisschen konform ist mit den ja, Binomen, beziehungsweise in Anführungsstrichen höheren Binomen, und hier die 2 mal ausklammert, sieht man, man hat hier n hoch 3 plus 3n Quadrat plus 3n plus 1. Und das ist n plus 1 hoch 3. Also haben wir hier 2n plus 1 hoch 3 plus 3n plus 1 zum Quadrat plus n plus 1 durch 6. Und das ist genau das, was wir haben wollten. Somit ist jetzt gezeigt, dass hier diese Gleichheit gilt. Sollten noch irgendwelche Fragen dazu offen sein, dann ja, einfach in die Kommentare damit und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.